Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of Azula Empire. Ja, soweit ich weiß, haben wir Riesenprobleme. Und da werden wir doch jetzt gleich mal gucken, was wir dagegen tun können. Ja. Da müssen wir jetzt wirklich mal schauen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin, wo ich stecke, wie das ausschaut. Ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß nur, dass ich große Probleme habe, großartig verkackt habe. Aber den Rest werden wir schon schaffen. So, ich gucke nochmal, ob die Aufnahme läuft. Nicht, dass da irgendwas problematisch ist. Sieht aber gut aus, würde ich sagen. So. Alle Geschütze bereit. Ja, den Rest müssen wir mal sehen, ne? Wir haben schon ein Kitzeln im Abzugsfinger. Das wir ist brauchen gut. Ein Ziel. Welche Stufe ist denn der? 3? Ich dachte, er wäre schon weiter. Klar. So. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Ich muss jetzt gerade wirklich erstmal einen Überblick gewinnen. Bereit, loszuschlagen. Ja. Bauwerk komplett. So, mal kurz gucken. Unser Planet wird belagert. Ihre Befehle. Was? Nee, das hier schaut alles gut aus. Logistik, Notfall, Planet erforschen, taktisch. Weiß ich noch nicht. So. Nur um sicher zu gehen. Wir haben schon ein Kitzeln im Abzugsfinger. Erstmal sammeln. Wir brauchen ein Ziel. Der Planet unserer Alliierten steht unter Belagerung. Forschung abgeschlossen. Naja, aber das ist jetzt nichts Großartiges. Das sollte er verteidigen können. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. So. Wo bin ich denn am Forschen? Ich forsche schon. Ich mach schon Zeug. So ist es nicht. So, Fregatten. Was können wir da bauen? Weitere Forschung nötig. Ah, Flottenkapazität. Okay. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Da ist ein Titan. So soll es sein. So soll es sein. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. So, schauen wir mal, ob wir da irgendwie hin können, um den Titan eins auszuwischen. Wenn ja, wäre das natürlich super. Na, guckt's an. Ich habe hier ein paar Verluste. Bauwerk komplett. Was können wir denn noch bauen? Ich bräuchte noch eine zivile Forschungsbasis für mehr Zeug. Aber ich glaube, ich baue erstmal etwas mehr Geld. Da haben wir schon. Da auch. Dort auch. Da auch. Aber da fehlt eine Raffinerie. Die Frage ist, brauche ich hier eine? Ja, wäre schon nicht schlecht. Aber ich habe auch keine Plätze mehr. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Bereit, loszuschlagen! Dann schauen wir mal. Flottenkapazität. Vielleicht. Verstärkung ist eingetroffen. Was können wir denn. Wo kann ich denn bei Verteidigung? Ist doch irgendwo die Sternbasis. Oder genau. Holen wir uns mal die Sternbasis. Das kann nicht schaden. Ihre Befehle! Den Titan würde ich sehr gern zerstören. Bauwerk komplett. Dann lasst uns mal ein paar. Aber das sind nur so Schriekenkorbetten. Was zu tun. Jetzt geht's um die Wurst. Da können wir angreifen. Forschung abgeschlossen. Verbündete genau. Truppen werden angegriffen. Ah, der hat sich den Planeten geholt. Alliierte das muss Verstärkung man ist eingetroffen. Anschließend vernichten, aber das mache ich dann schon. Feuer bereit. Bereit, loszuschlagen. So. Wir erledigen das. Der fliegt dahin. Logistikkapazität, das ist auch nicht schlecht. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht eine Sternbasis irgendwo hinbauen können. Wenn ich auf verbündeten Planeten eine Sternbasis bauen könnte, wäre das auch eine Riesensache. Unsere Flotte wird angegriffen. Ich brauche aber noch ein bisschen mehr Geld. Phasensprung auf mein Signal. Und ich brauche mehr Flottenkapazität. Hilft nichts. Es wird teuer. Wir haben schon ein Kitzel. Aber es hilft ja nichts. Wir brauchen ein Ziel. Wer braucht Luftunterstützung? Lade Waffen auf. Ziele werden erfasst. So, das sollte ich vernichten.
das Schiff, bevor der hier den Planeten vernichtet. Planetenentwicklung abgeschlossen. Reichweite erfasst. Die könnten hier bleiben. Ich meine, der Titan, der ist nicht dazu gemacht, um den Titan zu zerstören, aber vielleicht klappt es ja trotzdem. Das hier wird mir langsam ein bisschen arg, ey. Schafft er das noch? Oh, das sind zwei, deswegen. Oh je. Die strukturelle Integrität macht das nicht mehr. Hier ist der Plan. Komm, Link, online. Eintritt in den Fahrtraum. So. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Aber hier können wir gewinnen. Sie wählen aus, ich mach den Rest. Okay. So, ich darf noch ein Großkampfschiff bauen, sollte ich auch irgendwann unsere mal machen. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Sobald ich halt kann. Der Hauptplanet eines Verbündeten wurde zerstört. Von nun an können wir keine Verstärkung mehr von ihm erwarten. Okay, das heißt, der ist jetzt wirklich tot. Nicht gut. Das ist sogar furchtbar. Das heißt, der fehlt uns jetzt. Vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Dann haben wir jetzt ein Problem, oder? Der ist jetzt vernichtet? Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Ja, der ist vernichtet. Ein okay. Angriff schade. Des Empire ist noch profitabler geworden. Sehr schade. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Da habe ich jetzt verloren. Ich bin ihr schlimmster Albtraum. Aber jetzt schauen wir mal, vielleicht kann ich den Titan zerstören und dann irgendwie einen Gegnerangriff starten. Ich weiß es gerade nicht. Diese Raketen. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist, wenn ich dieses Spiel verlieren sollte, was jetzt durchaus möglich ist. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Werde ich gucken. Einer unserer Feinde baut irgendetwas Neuartiges. Nicht gut. Wieso kann ich das nicht Finanzmittel? Jetzt, ich glaube, ich hole mir noch einen Träger. Ja. Piraten sind unterwegs. Aber nicht zu mir, das ist sehr schön. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Der Titan vom Gegner explodiert gerade in 1000 Stücke. Bereit, loszuschlagen! Das ist sehr gut. Ihre Befehle! So soll es sein! Ah, da ist eine ganze Menge gegnerischer Kram. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Das ist nicht gut. Das ist nicht sehr gut. Und mit nicht sehr gut meine ich, was das jetzt, ist furchtbar. Commander? So, das sind alles Raketenfregatten. Ihre Befehle! Okay, was machen wir? Mehr Antimaterie? Nee. Das geht nicht. Mach mal explosiver Schuss. Und falls überladen, mehr Schaden. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. An einem einzelnen Ziel. Carrier bereit. Ich nehme das jetzt mal so. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Ups. Wir haben schon ein Kitzeln im Abzugsfinger. Wir brauchen ein Ziel. So. Der Kreuzer dahin. Und das Kolonieschiff dorthin. Ah, nein, der lebt wieder. Hä, das ist ja seltsam. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Ja, Moment mal, wenn der jetzt dann wieder lebt. Nee, ist doch, der ist doch tot. Oder? Bereit zum Phasensprung. Ist er jetzt besiegt oder nicht? Weil der macht ja hier noch. Der hat hier noch ein Kolonieschiff. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Müssen wir mal gucken, weiß ich jetzt nicht. Wer braucht Luftunterstützung? Ah, das ist nicht gut, wenn wir da. Nee, nee. Das ist nicht gut. Komm, Link online. So. Ihre Befehle! Kurs setzen, eine gute Entscheidung. Läuft! Ausgezeichneter Plan. Wir haben also das ist klar, dass wir das hier vernichten. Wir brauchen ein Ziel! Komm Link online, Kurs setzen, unterwegs. Wir sollten dorthin gehen. Holen uns hier mal alles. Schon ein Kitzeln im Abzugsfinger. Wir brauchen ein Ziel. Wie viel habe ich denn? 11, 10, 12. So, jetzt ist es ein bisschen besser. Bereit, der Titan tötet die Dinger. Was jetzt, Commander? Bin ich noch am Forschen? Gib mir mal. Ja, genau.
die Händler buchten. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Die habe ich nämlich schon immer gern gehabt. Die alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Planet erforschen. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja was. Ein Artefakt wäre schon sehr nützlich. So. Ihre Befehle! Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfinger. Wir brauchen ein Ziel. Ja, das ist jetzt nicht so. Wo ist das Ziel? Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfinger. Okay, wenn wir jetzt hier angreifen. Ah, das schaut nicht mehr so gut aus. Verstärkung greift in die Schlacht ein. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Vielleicht sollten wir uns erstmal sammeln. Ich verliere nämlich auch schon wieder sehr viele Leute. Das müssen Sie uns nicht zweimal sagen. Und dann fliehen wir jetzt erstmal. Und dann schauen wir mal. Was hat denn der jetzt so für Truppen? Schauen wir mal. Nicht ausreichende Metalle. Na komm, das geht schon. Ihre Befehle! Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. So soll alle es mal sein. Wegspringen hier. Genau, den Rest müssen wir dann mal sehen. Ja, der ist zwar da, aber Rasensprung da auf geht mein halt Signal. Nichts, ne? Sie haben ein Problem mit dem Jäger? Komm, Link online. Höre laut und deutlich. Nee, da muss ich fliehen, da muss ich erstmal weg hier. Da Level 7 Zeugs und so, das ist schon sehr gefährlich. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Überlebt der Titan das? Ich hoffe es mal. Forschung abgeschlossen. Bereit. Nichts Wertvolles wurde gefunden. Nichts Wertvolles, nichts na ganz Wertvolles toll. Wurde gefunden. Das ist natürlich nicht das, was ich hören möchte. Eintritt in den Phasenraum. So. Da konnte man nochmal was bauen. Die Schilde eines unserer Großkampfschiffe sind sie unten. Sollen ja auch wegspringen, die Viecher, ne? Genau. Komm, Link online. Unterwegs. Da bloß ab. Oder stirbt mir der jetzt? Der Planet wird belagert. Nee, das haltet. Ah, doch, das ist der Typ mit dem Schild. Höre laut und deutlich. Spring weg. Unterwegs. Hau ab. Macht er nicht. Die Verstärkung ist eingetroffen. Ich weiß nicht, warum er nicht abhaut. Er müsste einfach nur weg. Hoffentlich überlebt er das. Er nimmt sehr viel Schaden. Gefällt mir nicht. Springt der jetzt? Ich glaube, er springt gleich. Vielleicht schafft er es noch. Komm schon. Irgendwie stirbt mir das jetzt einfach. Das will nicht springen. Nee, ich glaube, das stirbt. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Also ich habe dem Schiff zweimal gesagt, dreimal glaube ich sogar, es soll springen, hat es nicht gemacht. Großkampfschiffe wurde vernichtet. Sehr ärgerlich. Bauwerk warum komplett. Das jetzt nicht gesprungen ist, weiß ich nicht. Entweder habe ich einen Fehler gemacht oder es ist halt verbuggt. Das kann auch sein, aber gut, das ist wie es ist. Ich habe dem zehnmal gesagt, hier, der soll von da weg und das müsste eigentlich gehen, oder muss er erst hier hin? Aber normalerweise, wenn ich sage, die sollen springen, dann gehen die irgendwie da hier so hin oder hier so hin und springen dann. Der war ja da. Ging nicht, ne? War nicht machbar. Bereit, loszuschlagen. Wir so, schauen wir mal. Von Ihnen vernichten. Ob wir jetzt hier das. Schönen Schaden machen können. Vielleicht haben wir noch eine Chance hier irgendwie das zu gewinnen. Vielleicht kann der Titan aber doch noch irgendwann was reißen. Wenn nicht, dann halt nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Träger wirklich ein gutes Schiff sind. Es gibt sicher noch andere, die auch gut sind, aber. Ah, hier drüben werde ich voll die Kanne gebumst. Okay, ich glaube, das haben wir verloren. Ihre Befehle! Weil selbst wenn ich die Flotte besiegen kann, das hier schaut böse aus. Weil die Gauss-Kanonen machen das nicht lang. Da ist ein Titan. Der haut mir hier alles kaputt. Die Sternbasis selbst wird es auch nicht lang machen. Carrier bereit. Vermute ich jetzt einfach mal. Also die KI, die haut mich weg, ja. Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfinger. Wir brauchen ein Ziel. Also der ist verlockt. Ich bin hier schlimmster als Tom. Höre laut und deutlich.
Online. Höre laut und deutlich. Weiß ich, also der Titan ist nicht schlecht, keine Frage. Ob er es aber schafft, weiß ich nicht. Und das hier schaut halt böse aus. Also selbst wenn ich hier ein bisschen Rüstung hinbekommen würde, glaube ich nicht, dass die das lang genug aushält. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Aber schauen wir mal, vielleicht kann die Sternbasis durchhalten, bis hier das aufgeräumt ist. So, mehr Diskram-Zeugs, ne? Das Überladen kommt als nächstes. Hätte ich vielleicht machen sollen, aber jetzt schauen wir erstmal, ob der Titan das irgendwie hinkriegt. Die Schilde unseres Titans sind heruntergefahren. Nee, ich glaube, der verreckt. Zu viele Gegner. Vielleicht war ich auch zu langsam. Es war halt auch dämlich. Autsch, das tut weh. Einer unserer bereit. Vielleicht benutze ich ihn auch falsch, das kann auch sein. Ob der das durchhält, ist eine ganz große Frage. Ich glaube aber, dass wir das verloren haben. Höre laut und deutlich. Das sieht nicht gut aus. Verbündete Truppen werden angegriffen. Bereit, loszuschlagen. Es sind halt doch sehr viele Gegner. Ja. Es sind wirklich sehr viele Gegner. Eines unserer Großkampfschiffe wurde vernichtet. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Ah, lustig. Die werden dann auseinandergehen. Okay. Antimaterie fehlt ihm halt. Wenn der da mehr hätte, dann könnte der die Fähigkeiten hier benutzen. Vielleicht wird das einen Unterschied machen. Aber ich glaube, der stirbt mir als nächstes. Und hier oben, das schaut auch böse aus. Aber er fliegt nur durch. Hat aber auch Schaden gemacht. Aber das wird er nicht mehr schaffen. So, vielleicht noch ein bisschen Panzerung. Schauen wir mal. Bisher schlägt das sich ja ganz wacker. Ja. Also der hält schon einiges aus. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Aber es sieht knapp aus. Es sieht echt böse aus. Zum Lernen kann man das aber definitiv mal verwenden, das Spiel. Also der Titan, der haut schon drauf. Das ist nicht schlecht, was der da macht. Mit ein bisschen Glück macht er das sogar noch. So, das. Ja, der ist schon ziemlich kaputt. Ein bisschen eine Antimaterie wäre noch nice. Der macht sich. Also so ein Titan. Da habt ihr ja nicht übertrieben. Der macht es. Gut, hier habe ich natürlich komplett verloren, ne? Das ist klar. Die Sternbasis werde ich hier kaum halten können. Na, schauen wir mal. Vielleicht ein bisschen Glück. Aber der Planet, der stirbt mir jetzt. Ja. Ah, der Titan hat es tatsächlich überlebt. Unser Titan ist beinahe zerstört. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Wir erledigen das. Beeindruckend. Komm, Link online. Sehr beeindruckend. Der Titan hat das echt gemacht. Da ist nichts mehr. Da ist nur noch ein Lots und das war's. Der hat sich zurückgezogen. Wohin, Commander? Wir haben schon ein Kitzeln im Abzugsfinger. Wir brauchen ja, aber der Planet ist kaputt gegangen. Das dachte ich mir schon. Und das schaffen wir auch nicht mehr. Ja gut, die machen uns halt jetzt fertig. Wir sind halt nur noch zu zweit. Ich habe eine neue Kolonie wurde gegründet. Ganz böse Fehler auch gemacht. Und das bekommen wir jetzt natürlich auch zu spüren, ne? Bereit loszuschlagen. Das müssen Sie uns nicht zweimal sagen.
Aber jetzt schauen wir einfach mal. Oh, die springen ja rüber. Das ist natürlich Selbstmord. Was jetzt, Commander? Das ist Selbstmord. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Unterwegs. So, die sollen jetzt erstmal dahin gehen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Ein Angriff auf das Empire ist noch profitabler geworden. Bereit! Erstmal muss mein Titan jetzt wieder fit werden, ansonsten wird das nichts. Aufgeben will ich das Spiel aber noch nicht. Wer weiß, wenn der Titan wirklich so gut ist. Mein Signal. Ich meine, so OP kann er eigentlich nicht sein, aber bisher sieht so aus, als wäre er fähig. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Schauen wir mal. Ist halt doof, dass denen das jetzt gehört. Piraten sind unterwegs. Und das sind zwei Titanen. Aber wenn der sich verspringt. Bereit, loszuschlagen! Ne? Vielleicht tut sich da was. Müssen wir mal gucken. Aber ich gebe auf jeden Fall noch nicht auf. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.